Ich begrüße euch an diesem frühen Morgen ganz, ganz herzlich aus dem TSW 3 von der Strecke Bremen-Oldenburg. Wir stehen mit unserer Baureihe 155 hier im Sonnenaufgang. Wirklich ganz, ganz wunderschöne Stimmung, oder? Es ist ein kalter Wintermorgen. 155-048-6 von der Integro ist unser heutiges Zugpferd. Und ja, unser Ausfahrtssignal ist noch rot. Da sehen wir es. Und der Himmel ist übrigens genauso rot. Ach, ist das nicht schön. Wir springen in den Führerstand rein und machen uns erstmal das Licht an, damit wir ein bisschen mehr sehen. Dann schalten wir mal die Instrumentenbeleuchtung ein. Schalten noch diese Instrumentenbeleuchtung ein. Schalten einmal das Display hier auf dunkel. Nee. So, genau, das wollte ich haben. Dich bitte auch einmal hier auf dunkel gestellt. Supi. Den Bremsschlüssel. Einmal die Zugbremse lösen. Die Lokbremse aber bitte anziehen. So. Das müsste reichen. So. Dann stehen wir einmal auf. Und gehen mal ganz kurz in den Maschinenraum. Machen uns mal das Licht hier an. Und die SIFA lasse ich, glaube ich, lieber aus. PZB aber gerne an. PZB. Art M ist, glaube ich, in Ordnung. Okay. Moment. LZB Störschalter unterbrochen. Das ist aber der LZB Hauptschalter. Und der ist jetzt an. Ups, der ist jetzt an. Hm. Ah, das ist immer ein bisschen komisch mit Störschalter und Hauptschalter, weil das teilweise in den Übersetzungen irgendwie verschütt geht. So. Okay, dann einmal den Fahrtrichtungswender rein und nach vorne. Signal ist grün. Einmal Spitzensignale noch an. Führerstandsbeleuchtung können wir auch schon wieder ausmachen. Instrumentenbeleuchtung bleibt an. Führerstandsheizung machen wir uns auch an. So, dann. Ja, ich würde sagen, der hintere Stromabnehmer ist in Ordnung, ne? Können wir so machen. Gut. Dann einmal den Bremskraftwähler können wir ein bisschen höher stellen. Und den Zugkraftwähler etwas niedriger. Zumindest jetzt, wenn wir anfahren. Einmal bitte die Kontrollleuchten noch an. Führerpultbeleuchtung auf 60%. So, dann haben wir eigentlich alles. Dann lösen wir die Lokbremse. Ist jetzt gelöst und schalten langsam die Fahrstufen auf, schauen, dass unser Zug einmal gestreckt wird. Jo, der hinterste Wagen rollt auch schon. Also schalten wir mal noch ein, zwei Fahrstufen auf. So, wir haben langsam Fahrt und zwar mit 40.
Wie ist das? Das ist doch sehr laut, oder? Ich mache stattdessen Fenster auf. Fahrstufen und ich glaube, wir können uns dann jetzt auch befreien und dürfen dann gleich auf maximal 120 hoch. Ne? Ich glaube, die Wagen erlauben 120. Aber die sind noch hier auf der Weiche. Insofern, wir dürfen natürlich erst beschleunigen, wenn die Wagen alle runter sind von der Weiche. Oder den Weichen. Da wird einmal hier rumgeschlängelt. Schön. Immer und immer wieder bin ich total fasziniert von der Beleuchtung. Holzberg. Ein bisschen runter mit der Leistung.
Kreuzberg. Das ist ein witziger Name, ne? Buche ist, glaube ich, norddeutsch. Beziehungsweise, ich glaube, sogar friesisch für Buch. Wird ja auch im Englischen benutzt. Holzberg. Buchholzberg. Und wenn man bedenkt, dass Bücher aus Papier bestehen und Papier nichts anderes als Holz ist, dann ist es Holzholzberg. Naja. So, Vorsignal, alles grün. Sehr schön. Ach ja, also bei dieser Beleuchtung zu fahren, ist doch immer und immer wieder ein so tolles Erlebnis. Mal gucken, wo wir hier dran vorbeifahren, welchen witzigen Namen sich da hat irgendjemand einfallen lassen. Schierbrook. Ist echt ein langer Zug, ne? Viele Leute, die gerade vorbeikommen. Das Spiel kennt es übrigens auch aus dem Creators Club. Heukenkamp. Nicht Heuenkamp, Heukenkamp. Finde ich ganz schön, diese alten Uhren. Und vor allen Dingen die Bahnübergänge. Na? Komm schon. Die müssten sich jetzt langsam öffnen. Es sei denn, es kommt jetzt ein Zug aus der Gegenrichtung. Oh. Der nächste Bahnhof, der ist etwas größer und heißt hier ist kein Name. Da. Helmhorst. Interessante Auswahl, ne? Die Strecke Bremen-Oldenburg. Denn ich meine, das ist szenerietechnisch, boah, ist halt eher so ein norddeutsches Flachland, nicht so das Interessanteste. Aber teilweise doch sehr urban. Auch mit zwei größeren Bahnhöfen in Oldenburg und in Bremen.
denke mal, die Strecke wurde vor allen Dingen gewählt, weil Baureihe 110 halt eben auf dieser Strecke damals gefahren ist. Das wird wohl eine wichtige Rolle dabei gespielt haben. Oh, wir sind zu schnell. Kilometer haben wir noch vor uns. Was bei der anderen 155 geklappt hat, ist, dass man nur dieses kleine Fenster hier aufmachen konnte. Das geht jetzt nicht mehr tatsächlich. Das geht nur noch, wenn das Fenster hier ausgefahren ist. Und dann kann man das hier halt zu oder aufmachen. Also hier dieses kleine Anhängsel hier. Ne? Das hier. Aber nicht mehr so, dass man nur noch das hier aufmachen kann, wenn das große Fenster an sich geschlossen ist. Mir ist klar, dass es nicht töten heißt. Hier führt der hin. Aha. Noch richtig mit Weichen und so Zeugs. Und da hinten verschwindet das Gas. Ich habe eine Zwangsversion bekommen, da gab es wohl eine Ankündigung auf 60 km/h. Die habe ich natürlich übersehen, als ich in der Außenkamera war. Interessant, dass die PZB-Wahl keine Geräusche macht.
wenn die Lok schon steht, dann können wir mal ein nettes Foto machen. So von weiter weg finde ich das immer ganz hübsch. Das ist doch, glaube ich, ein ganz gutes Thumbnail. Ja. Ja, doch, so. So ist ganz gut. So, und wo stehen wir? Wir stehen in Bremen-Neustadt. Ja. Bremsen lösen sich. Und wir schalten, glaube ich, jetzt. Wir müssten jetzt, glaube ich, wieder Leistung aufschalten können. Okay, wisst ihr was? Gebt mir einen kleinen Augenblick. Ich versuche das hier selbst irgendwie auf die Kette zu bekommen und dann sehen wir uns in einem Moment wieder. Okay, ich habe es leider absolut nicht geschafft, den Zug in irgendeiner Form in Bewegung zu bekommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Der Stromabnehmer ist auch unten. Ich kriege ihn auch nicht mehr wieder hoch. Der Hauptschalter ist trotzdem drin, also wie auch immer das funktionieren soll, weiß ich nicht. Interessanterweise macht die 155 die entsprechenden Geräusche. Wenn ich den Stromabnehmer hebe, dann hört man das. Wenn ich den Stromabnehmer senke, dann hört man das. Aber man sieht halt nichts. Der Stromabnehmer, beide Stromabnehmer sind immer unten. Also verstehe ich nicht so ganz, ja. Dementsprechend, also ich habe mich hier nochmal umgeguckt, noch ein paar Minuten ausprobiert, die Lok nochmal abgerüstet und wieder aufgerüstet, aber bringt alles nichts. Weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Von daher verabschiede ich mich leider an dieser Stelle schon, weil die Lok kaputt ist, das melden wir dann dem Fahrdienstleiter, sagen dann Bescheid, dass unsere Lok stehen geblieben ist und wir wohl jetzt abgeschleppt werden müssen. Ah ja, gut, dann ist das so. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe.